So, da sind wir wieder. Frisch ausgeruht, können wir jetzt mal den restlichen Abschnitt hier erforschen. Ich hatte ja gedacht, dass der nicht so groß sein kann. Ich werde dir den Garaus machen. Aber anscheinend ist hier doch ein bisschen was. Zumindest schon mal ein Walkreiter. Und noch mehr Walkreiter und wahrscheinlich noch mehr Walkreiter. Aber die sind jetzt ja kein Problem mehr. Stirb, stirb, stirb. Du wirst hier verrotten. Oh, das ist eine Wache. Hihi. Na komm her, stirb mit zwei Schlägen. Oder drei oder vier. Das ist doch kein richtiger Kampf. Nee, das ist auch kein richtiger Kampf. Ja, doch, drei Treffer halten sie aus. Das müssen echt stärkere Waffen sein als die in der Burg. Aber trotzdem, alles machbar. So, wir haben einen Kupfer-Sonnenschlüssel gefunden. Sonne war da oben. Schön, schön. Und Betten, in denen wir leider nicht schlafen können. Und keine Kiste. Das ist ja ungewöhnlich. Ja, ich bin da irgendwie schon ein bisschen verwöhnt. Sobald ich irgend so einen kleinen Raum sehe, denke ich immer gleich, oh, schön, da ist eine Kiste drin. Weil es in den anderen Dungeons ja meistens so war. Es gab den Hauptkorridor, einige größere Räume, aber sobald so eine kleinen, ja, Kammern oder Baracken da waren, habe ich immer gleich gedacht, ja, schön Kiste. So, und da fällt mir auf, ich habe das Schild vergessen. Schild in die Hand. Knie nieder, bevor du stirbst. Aber gleich müssten wir eigentlich am Kartenrand. Na, ein bisschen ist hier noch. Am Kartenrand ankommen, wollte ich sagen. Knie nieder, bevor du stirbst. Ja, was genau können wir jetzt noch gebrauchen? Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, was wir alles brauchen für die Knie Kiste. Nieder, bevor du stirbst. Und was wir davon schon haben. Also eine Art Strichliste. Das wäre ja eigentlich mal ganz praktisch. Auch wenn wir so oder so jeden dann abklappern und dadurch wahrscheinlich zwangsweise irgendeine Gegenstände zusammen haben. Aber so eine kleine Übersicht wäre ja nicht schlecht. Aber dazu müsste ich aufhören zu töten und das will ich irgendwie nicht. Ah, jetzt habe ich vergessen, den Stock in die Hand zu nehmen. Das hätten die echt passiv machen können. Solange man den Stock im Inventar hat, sind alle Heilungen besser. Das wäre einfacher gewesen. Aber ja, darum geht es ja nicht bei alten Spielen. Die sollen ja gerade so sein, dass man ein bisschen mitdenken muss und auch mal Fehler machen kann. Und das macht ja auch einen Teil vom Charme aus. So, noch mehr Wachen. Ihr könnt ruhig mehr Heiltränke droppen. Wir haben da jetzt ja schon eine Menge verbraten von. Ja, so, Stock in die Hand. Hoch rein. Und vielleicht ist da jetzt ja mal eine Kiste drin. Weil sonst ist der ganze Bereich hier ziemlich sinnlos gewesen. Ah, na also. Kiste mit glühende Kohle. Können wir jetzt Leute foltern, oder wie? Vor allem, was macht ein glühendes Stück Kohle in einer Kiste? Na gut, man sollte solche Sachen nicht mit Realismus hinterfragen. Ich erinnere mal an die 99 glühenden Schwert-Rohlinge in Gothic, die man da im Inventar haben kann. Das ist ja auch ein wenig komisch. Und brennende Fackeln und was es da sonst noch alles gibt. Auch wenn ich das bei Gothic nicht so wirklich gestört hat. Bei anderen Spielen ist es meistens schon komisch, wenn man ein endlich großes Inventar hat. Weil es gehört ja auch ein bisschen dazu, so im Inventar rumzukramen und auszusortieren, was man jetzt wirklich braucht und was nicht. Das finde ich schon irgendwie interessant. So hat man gleich auch eine Bindung zu den Items, die man findet, wenn man das denn so übertreiben will. Also man freut sich dann, wenn man was Tolles bekommen hat oder wenn man irgendwas Schlechtes aussortieren kann. So halt. So, irgendwo ist hier noch eine Wache. Ah, ein Raum wird hier noch sein. Jo. Ja, wir sind auch kein Feigling, keine Sorge. Wir bringen euch alle schön schnell um. Und dann gucken wir zu dem anderen Schloss mit dem Sonnenschlüssel. Weil hier war wohl irgendwie ein Satz mit X.
Außer ich habe vergessen, was wir in der letzten Folge hier gefunden haben. Also hier unten, aber ich glaube, da waren eigentlich nur Gegner gewesen. Ja, ganz viele Gegner, eine Truhe mit einem, mit einer brennenden Kohle drin. Naja, die wird wahrscheinlich noch irgendwo hier im Dungeon wichtig sein. Aber sonst, schade, schade. So, also, wir müssen jetzt raus hier und in den Hauptraum und da weiter nach Osten. Den Zettel hatten wir da hoffentlich hingeschmissen. So, oh, hier waren wir auch noch gar nicht. Ja, gucken wir mal kurz hier lang. Nur mal kurz. Eine eiskalte Strafe. Nee, ne? Okay, wo ist mein glühendes Stück Kohle? Nichts passiert. Okay, es wäre auch ein bisschen albern, wenn man mit einem winzig kleinen Stück Kohle so ein Eisblock hier irgendwie schmelzen könnte. Kann man den werfen? Nee. Hinlegen? Okay, der Block ist kleiner geworden. Also gibt es wahrscheinlich mehrere Stücken Kohle und die muss man dann um ihn herum verteilen, dass er langsam auftaut. Oder nee, taut jetzt schon auf? Oder war das nur, weil ich von der anderen Seite geguckt habe? Hm, na gut. Ah, er ist wirklich immer auftauen. Schön, schön. Dann benutzen wir die Zeit nochmal für den restlichen Fitzel hier an Lebenspunkten hochzuheilen. Und gucken mal, was er denn zu sagen hat. Der Zauber versagt hier. Oh. Na gut, sparen wir uns das. Schild wieder in die Hand. Und du tauch mal schneller auf. Hm, okay, das ist noch ein positiver Nebeneffekt beim Warten. Wir erholen uns endlich mal ein bisschen. Sonst sind wir ja durchgehend nur am durch den Dungeon laufen und Monster töten. Da ist es klar, dass unser Held irgendwann schwach wird. So, jetzt können wir mit ihm reden. Könnt ihr mich jetzt hören? Seid ihr am Leben? Es ist zu kalt für solche Fragen. Mehr Wärme, mehr glühende Kohlen. Geduld, ich werde euch befreien. Seid ihr nur geduldig. Holt mich hier raus. Haben die Männer des Kriegsherrn euch dies angetan? Ein alter Brauch bei ihnen, ein Exempel an den Befehlshaber einer Festung zu statuieren. Schon bald wäre ich nichts weiter als Eis gewesen. Ist es möglich, die Narbe von hier aus zu überqueren? Noch jemand, der den Helden spielen will? Ich habe vom Plan der Gebieterin gehört, genau wie der Kriegsherr. Ich habe keinen Grund, euch aufzuhalten, aber allen Grund, euch zu helfen. Sind wir nicht schon über die Narbe rüber? Ich dachte, die Narbe wäre dieser Canyon, wo man mit dem Baum rübergegangen ist. Hm. Die Belohnung, die ich euch für alle eure Taten anbieten kann, ist nur gering. Dies ist das Wappen von Tempest, der Schlüssel zum inneren Fallgitter der Felsenfestung. Im Falle eines Durchbruchs beim Hauptfallgitter bilden die beiden Tore dort eine Schanze. Wozu dient dies? In einem Raum am Rande der Festung findet ihr eine Kurbel und eine Kette. Bringt alles zum Hauptfallgitter der Felsenfestung und öffnet das Tor. Und dieses Tor führt über die Brücke in die Einöde? So ist es. Wenn ihr den Tod sucht, ist dies der Weg. Jetzt bin ich vollkommen verwirrt. Aber gut, das gucken wir uns gleich mal auf der Karte an. Was immer für ein Schicksal mich erwartet. Es beginnt ungeduldig zu werden. So geht es mir auch. Nach einer kurzen Rast werde ich mich auf den Weg machen, um mich dem Heer von Tempest anzuschließen. Ich wünsche dir viel Glück und ich werde dich so schnell nicht vergessen. Okay, also wir sind jetzt in der Felsenfestung. Und wir sind durch beide Ausgänge schon rausgegangen. Also, einmal da und einmal da. Und er meinte, wir sollen jetzt irgendeine Kurbel finden und eine Kette und die zu einem der Ausgänge bringen und, damit denn das Tor öffnen. Aber hier ist kein Tor. Hm, na gut. Die Kohle nehmen wir mal wieder mit. Auch wenn das jetzt ein bisschen fies ist für ihn, aber vielleicht können wir das noch irgendwo gebrauchen. Auch wenn ich das bezweifle. Aber man weiß ja nie. So, wir wollten jetzt eigentlich zu dem Sonnentor. Das war einfach nur nach Norden. Jo, mehr Rockreiter. Und Wachen. Schön, schön. Ist alles Training für Waffenpunkte, die wir gar nicht brauchen. Ja, das ist jetzt ein bisschen schade.
Denn wir können unser Charakter ja nicht wirklich weiterentwickeln. Die Fleischzauberei haben wir auf Max. Das ist der einzige Zauber, die einzige Zauberschule, die wir wirklich brauchen. Und unseren Schwertskill haben wir auch auf Max. Und Lebenspunkte oder so bringt es ja nichts, wenn wir da aufsteigen. Also sind wir jetzt eigentlich schon so stark, wie wir sein werden, wenn wir gegen den Kriegsherrn kämpfen. Wenn wir gegen den Kriegsherrn kämpfen müssen. Sowas finde ich allgemein immer schade bei Spielen, wenn man seinen Charakter nicht weiterentwickeln kann. Deswegen habe ich auch WoW und andere ähnliche Spiele, die online sind, nicht wirklich viel gespielt. Das einzige Spiel, das einigermaßen gut umsetzt, dass man fast immer was für den Charakter tun kann, ist EverQuest. Da kann man wirklich tierisch viel Zeit investieren. So, aber genug Schleichwerbung. Wir wollen hier das Tor aufmachen. Das sieht wieder aus wie so ein Ding, wo man Münzen reinstopfen kann. Da müssten wir noch welche über haben. Das war der Magiesack, das ist der Questsack. Und da haben wir eine Münze. Welch ein Zufall. Oh, der will keine Münzen. Welch kein Zufall. Könnten das Horn benutzen, aber nee, irgendwo werden wir schon was finden, was da rein muss. Glühende Kohlen? Okay, ein Versuch war es wert. Was hat das jetzt gemacht? Nimmt er jetzt die Münze an? Nee. Na gut, lassen wir den Schalter einfach mal gedrückt und gucken uns hier weiter um. Der ist eingezeichnet. Nein, ist er nicht. Gut, das machen wir mal kurz. Schalter. Und schon wieder so ein Anti-Magie-Dingens. Oh, Kisten. Ein hölzerner Kurbelstiel. Wir sollten eine Kurbel und eine Kette finden, richtig? Ist denn hier die Kette drin? Nee, kochendes Blut des Schicksals. Das hört sich doch garantiert nach einem Zauber an. Gehen wir erstmal aus diesem Anti-Magie-Feld raus. Nur zum Schutz. So. Durch kochendes Blut des Schicksals beginnt das Blut des Gegners zu kochen und fügt ihm entsprechend der Erfahrung des Zaubernden großen Schaden zu. Einige Kreaturen haben eine natürliche Abwehr gegen diesen Zauber. Ja, also es gibt schön viele Angriffszauber, was ich nicht unbedingt verstehe. Also klar, es ist schön, wenn die Zauber unterschiedlich aussehen, aber ich denke mal, wenn man wirklich einen Zauberer spielen würde, hätte man erstmal tierisch viel Probleme, denn Mana ist ja recht begrenzt. Und dann benutzt man einfach den Zauber, in dessen Schule man am höchsten ist. Und dann auch nur den, außer man trifft auf Gegner, die Resistenz dagegen sind. Na egal. Also wir stecken das mal da rein. Geht auch nicht. Benutze glühende Kohle mit Holz. Nein. Benutze Kurbel mit komischem Loch. Ging auch nicht. Und wofür ist der Schalter? Wir waren jetzt überall in diesem Dungeon. Ja, es war nicht wirklich groß, der Dungeon. Warum ist da so eine Einbuchtung? Da gucke ich mal kurz hin. Einfach nur eine Sackgasse. Warum programmieren die hier einfach nur eine Sackgasse hin? Aber keine flackernden Mauern, also kann man hier nirgendwo durch und selbst wenn, würde es uns nichts bringen. Da war der eingefrorene Typ. Da war das Schlüsselloch für den Schädelschlüssel. Da war die glühende Kohle drin und hier waren nur ein paar Walkreiter. Hier sind die ganzen Fallen. Okay, gucken wir mal. Das naheliegendste war es natürlich. Der Schlüssel, den wir von dem Typen bekommen haben. So, hier ist die Kette. Kurbel. Diese Türkurbel versperrt mir den Weg. Ah, ne. Kein Soundeffekt dazu. Und wir haben jetzt wohl irgendwas aufgemacht. Also ich kann es nicht weiter drehen und ich kann es nicht zurückziehen. Also da hätten sie ruhig den Helden mal irgendwas sagen lassen können. Sowas wie, ich höre ein Geräusch in der Entfernung oder dergleichen.
Aber was das jetzt gebracht haben soll, ich meine, wir waren da schon draußen und wir waren auch testweise da draußen. Oder andersrum, ich weiß jetzt nicht, wo welcher Ausgang war. Alles sehr skurril. Na gut, aber wir haben unsere Questgegenstände jetzt auch wieder verbraten, bis auf die glühenden Kohlen. Auch wenn wir die eigentlich auch getrost wegschmeißen könnten. Ein Kilo haben oder nicht haben. Na komm, wir schmeißen die glühenden Kohlen hier auf den Boden. Falls wir die irgendwann mal brauchen, können wir sie ja hier wieder abholen. So, und jetzt gucken wir durch den Südausgang. Ah, Waffenstufe. Ja, Hiebwaffen ist okay. Magie-Lehre haben wir auch bald voll. In der Hoffnung, dass wir da irgendwelche schönen Zauber bekommen. Die Brücke war auch schon vorher unten und wir sind da auch schon automatisch drüber gegangen letztes Mal. Also habe ich wirklich keine Ahnung, was diese komische Kurbel gebracht haben soll. Oh. Also wir sind ja von hier unten gekommen, haben das hier alles gemacht, sind dann da zum Baum und sind dann vom Baum rüber dahin. Vielleicht hätten wir irgendwie anders über die Brücke hier gehen können, wären dann im Tempel gewesen und wären vom Tempel hier rum in die Felsenfestung. Und durch die Kurbel, die wir gerade geöffnet haben, wäre dann hier das Tor aufgegangen. Da wir aber den anderen Weg genommen haben, war das Tor von der Seite wohl irgendwie schon offen. Also, das wird zumindest Sinn machen. Alles sehr, sehr skurril. Erstmal abspeichern. 47.